Ich fange mal ganz vorne an. Es geht ja um digitale Beteiligung und es geht um digitale politische Bildung. Und ich erzähle mal am besten was über uns als Verein und über mich. Hier seht ihr Original und Fälschung. Das bin ich vor über 20 Jahren. Ich habe mal Kommunalpolitik gemacht und damals schon digital. Mitreden bei demel.de, das war 2000 allerdings ein bisschen blöd, weil irgendwie keiner war richtig im Internet. Das hat nicht so richtig funktioniert, aber da war schon die Infrastruktur quasi da. Und das ist die Gründungsgeschichte unseres Vereins. Ich war im Rat der Landeshauptstadt Hannover und da gab es damals zwar das höchste der Gefühle der politischen Bildung, der sogenannte Schulterblick. Also eine Schulklasse kam ins Rathaus und durfte eine Stunde lang der Ratssitzung beiwohnen von so einer Besuchertribüne aus. Und ich habe von meinem Platz aus immer die glücklichen Gesichter der Kinder gesehen, wenn die nach einer Stunde gehen durften. Weil so die erste Stunde Ratssitzung ist so ziemlich das Langweiligste, was du dir antun kannst. Und damals habe ich gedacht, und zwar mit meiner Frau zusammen, es müsste doch irgendwie möglich sein, politische Bildung irgendwie spielerisch zu machen. Und wenn da was rauskäme an Jugendbeteiligung, so richtige Sachen, die umgesetzt werden. Und wenn man so auf Augenhöhe in den Dialog mit der Politik kommen könnte. Und wenn das dann auch noch Spaß machen würde, das wäre so ein Traum. Und das haben wir nicht gesehen. Und darum haben wir 2006 den Verein Politik zum Anfassen gegründet. Wir sind gemeinnütziger Idealverein, freie Träger der Jugendhilfe, Mitglied im Paritätischen, was immer noch, ja, sind wir, sowas sind wir alles. Und 2006 war der Verein tatsächlich noch ein Hobby am Küchentisch und wir sind sehr belächelt worden. Es gab ja die Landeszentralen, die Bundeszentrale und die politischen Stiftungen und niemand hat irgendwie gedacht, dass irgendjemand Demokratiepädagogik oder sowas brauchen könnte oder Jugendbeteiligung oder was auch immer. Dazu kam, dass wir anfangs echt ein Family-Business waren. Meine Frau und ich, wir haben drei Kinder, die sind mittlerweile 7, 9 und 11 und bis dahin haben wir eigentlich alles selber gemacht und ja, hier seht ihr irgendwie bis kurz vor der Geburt irgendwie bei Planspielen noch dabei gewesen und dann kam der Punkt, wo Theo, das ist der da, in die Schule kam und wir haben gesehen, oh scheiße, wenn der in der Schule ist, dann können wir nicht mehr die Projekte selber machen und dann müssen wir irgendwie entweder aufhören damit, das wollten wir nicht, oder wachsen. Wir haben uns dann fürs Wachsen entschieden. Mittlerweile sind wir ein kleines, großes Social Startup mit Krückeltisch und Bürohund und 41 Menschen, die hauptamtlich bei uns dabei sind. Wir haben 20 ganz tolle Bundesfreiwilligendienstleistende und FÖJler und Teamleitungen. Wir sitzen in Isernhagen, das ist im Speckgürtel von Hannover, haben mittlerweile hier so das ganze Häuschen in Beschlag genommen. Bei uns haben alle Zimmer Namen und wenn ihr Jannis Bild seht, der sitzt im Schweinezimmer und das heißt nicht so, weil Jannis da sitzt, sondern ja. Wir sind über die 16 Jahre, die es uns gibt, preisüberhäuft und ordensbehängt und alles Mögliche. Der Teufel scheißt ja bekanntlich immer auf den größten Haufen, aber so der richtige Kick, den hat unser Team, den habe ich auch nur, wenn ich die glücklichen Gesichter der Kinder sehe, wenn die ihre eigenen Ideen diskutieren, im Ratssaal sitzen und dann dabei sein können, wenn das irgendwie umgesetzt wird oder so. Das hat uns während Corona wirklich wehgetan und auch den ein oder anderen Teamleitenden gekostet, weil dieser Kick einfach weg war, also irgendwo vor Ort unsere Projekte zu machen. Wir sind von Isernhagen aus deutschlandweit unterwegs und so ein bisschen darüber hinaus. Wie so ein kleiner Wanderzirkus. Also wenn irgendwo ein Planspiel ist, dann packen wir eine Teamleitung und 6 Freiwillige in Fort Transit und dann geht's dahin. Unser Mission Statement, ja muss man glaube ich heutzutage haben, ist, wir machen Lust auf Demokratie. Das liegt daran, wir haben Lust auf Demokratie und die versuchen wir zu vermitteln. Wir finanzieren uns ausschließlich projektbezogen aus tausenden Aufträgen von Kommunen, ein paar größere Sachen sind dabei, Demokratie leben, sind wir beim Bundesprogramm dabei, als eine Partnerschaft für Demokratie und bei Zusammenhalt durch Teilhabe sind wir in einem Digitalisierungsmodellprojekt und machen etliche eigene und ganz wenig fremde Projekte.
Guck mal, hier sind die Erstfallhelfer. Das ist tatsächlich ein Projekt, was wir machen dürfen, was wir nicht selbst erfunden haben, sondern was Christian selbst erfunden hat, mein bezaubernder Assistent. Ein ganz wunderbares Ding. Wenn ihr bei euch vor Ort mal ein tolles Bildungsprojekt haben wollt und nicht unbedingt uns anfragt, dann nehmt die Erstfallhelfer. Die machen Erstwählerinnen und Erstwähler zu Wahlhelferinnen und Wahlhelfern. Und das ist so einfach wie genial. Als ich diese Folie hier reingetan habe, habe ich überlegt, Digitalisierung, ja, also da sind schon ein paar digitale Sachen dabei. Erstwahlhelfer haben wir nicht digital gemacht, aber hier sind ein paar digitale Sachen dabei. Wir haben eine App, wir haben einen Podcast und wir haben im Laufe der Pandemie und davor schon alle anderen Projekte auch digitalisiert. Ich zeige euch, was wir so treiben. Wir haben eine Mitmachausstellung, das ist jetzt immer vor Corona. Also wenn ihr hier Bilder seht, wo Menschen die Köpfe zusammenstecken, die sich nicht kennen, dann müsst ihr jetzt nicht aufschreien, sondern das ist sowas früher. Ja, so. Die Älteren von euch können sich vielleicht noch erinnern. Also eine Mitmachausstellung zu gesellschaftspolitisch relevanten Themen. Wir machen Planspiele. Pimp Your Town ist da das größte und wohl bekannteste Planspiel zur Ratsarbeit. Wo auf kommunalpolitischer Ebene Ideen diskutiert werden. Das machen wir auch schon mit Grundschülerinnen und Grundschülern im Kinderrat und demnächst auch noch mit Kindertagesstättenbewohnerinnen. Da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Wir haben ein paar Jahre ein Planspiel für Geflüchtete im Programm gehabt, Next Step Democracy. Da ist leider gerade die Förderung ausgelaufen. Ganz wunderbares Ding. Wir haben als rein digitales Projekt, wer von euch Geocaching kennt, hat vielleicht auch schon mal die Adventures gesehen. Also Geocaching ist ein Schatz finden und die Adventures sind eher so eine etwas andere Schnitzeljagd. Aber auch auf der Geocaching-Plattform und wir haben kommunalpolitische Inhalte dieser Geocaching-Community mit den Adventures zugänglich gemacht. Wir haben eine Mitrede-App entwickelt, die kann jeder und jede von euch frei verwenden. Komme ich gleich noch dazu. Ich sage jetzt die einzelnen Projekte und unsere Demokratieerfahrung, Digitalisierungserfahrung. Und ich fange mit Pimp Your Town an. Mit dem QR-Code kommst du zu pimpyourtown.de, wenn du möchtest. Und wenn du die Bilder anguckst, das sieht natürlich gruselig aus. Das kann man nicht so richtig unter Pandemiebedingungen umsetzen. Darum hatten wir auch das Warnschild bei uns im Büro. Wegen Corona aktuell keine Buzzer. Ja, das war traurig. Und wir haben anfangs gedacht, es gäbe irgendwie zwei Möglichkeiten. Es gäbe analog und es gäbe digital. Dass das unsere Möglichkeiten seien. Wir haben aber relativ schnell gemerkt, dass da noch ganz, ganz viel dazwischen ist, von dem wir uns gar keine Vorstellung gemacht haben und haben so quasi 50 Shades of Digital zwischendurch entwickelt. Also, ich kann auch unter Pandemiebedingungen, ne, das wisst ihr alle, unsere Projekte analog machen. Da muss ich halt irgendwie Masken aufhaben, in einer großen Halle sein oder in einem Saal oder wir machen es draußen. Also das war relativ einfach. Die zweite Variante, rein digital. Rein digital haben wir auch ganz schnell ausprobiert. Einfach eine Zoom-Konferenz aufgemacht. Parlamentarische Verfahren, die wir anbieten, eignen sich halt ganz hervorragend für sie zu digitalisieren. Ne? Also wir sitzen hier, einer spricht, ihr hört mir zu, dann können wir abstimmen, ihr hebt die Hand, ich sehe das, wir zählen durch, so fertig. Das haben wir gerade, wenn du in iPad-Schulen gehst, geht das ganz, ganz toll. Hier, der junge Kollege nimmt gerade an einer Ratssitzung teil. Mit seinem Mopshund und wir waren in Isernhagen dann auch die Ersten, die irgendwie Politik digital gemacht haben. Wir haben uns dann hier eine Ausstattung besorgt, in dem Raum, wo der Kollege hier ist, stehe ich auch gerade. Und damals war das so, dass wenn du was digital gemacht hast, bist du damit natürlich in die Zeitung gekommen, weil das war so ungewöhnlich. Und unsere Kommunalpolitik hier, die haben auch bei uns die Erfahrung gemacht, wie man mit Zoom Politik machen kann. Das haben sie dann gleich ausprobiert und es ging tatsächlich. Man musste die Gemeinderatssitzung nicht ausfallen lassen, sondern man konnte einfach die Geschäftsordnung ändern und sich virtuell treffen. Gerade was kollaborativ Texte erarbeiten und Ideen sammeln angeht, finde ich, ist das digitale Medium dem anderen echt überlegen.
Wenn so einer einen Text schreibt oder wenn du zu sechs einen Text schreibst, schreibt einer fünf Sitzen drumherum. Das kann man so gemeinsam ganz wunderbar machen. Wir haben hier ein Jamboard für ein, was wir in einem Projekt gefüllt haben, wo wir Jugendliche nach ihrer, so ein kleines, schwer ähnliches Projekt, also Jugend und Corona hieß es auch bei uns. Das Jamboard werden wir gleich auch noch benutzen, wenn wir hier uns Gedanken machen. Und wir haben sogar versucht, ein Planspiel über Instagram zu machen, aber haben dann festgestellt, dass Instagram das absolut falsche Medium dafür ist, weil du nicht genug Videofenster auf einen Haufen kriegst. So, aber ich habe ja gesagt, da ist ganz viel dazwischen. Also wir machen hybride Veranstaltungen. Läuft jetzt gerade in Bad Bentheim, oder? Die sind, na, das ist halb zwei, die sind wahrscheinlich gerade fertig. Und zwar sieht das so aus, dass die Schulklassen dürfen ja zusammen sein, aber wir dürfen die Schulklassen verschiedener Schulformen nicht mischen. Also bleibt jede Klasse bei sich im Klassenraum und wir schalten die anderen Menschen digital dazu. Das ist ganz toll, weil wir auch die Politikerinnen und Politiker dazu schalten können. Die können dann von zu Hause aus, müssen nicht einen halben Tag freinehmen, daran teilnehmen. Und so können wir das durchführen, obwohl sich nicht 100 Kinder aus vier verschiedenen Schulen im Rathaus treffen können. Wo alle Stricke reißen, haben wir es auch remote, haben wir das genannt. Das heißt, wir steuern die Jugendgruppen fern. Es kommt keiner von uns vor Ort, sondern wir machen das aus dem Büro und es steht dort nur eine Kamera, ein Lautsprecher und ein Mikrofon vor dem Beamer und wir operaten alles von hier aus. Das sowohl Hybrid als auch Remote sind auch Sachen, die wir auch wahrscheinlich nach Corona weitermachen werden oder auch weitergemacht haben, als wir es durften. Für große Landkreise ist das natürlich ein Ding, ne? Also wenn du in riesengroßen Landkreisen Schüler von A nach B kutschieren musst, ist das ein riesengroßer Aufwand. So funktioniert das ganz wunderbar digital, auch wenn die Qualität nicht immer so gut ist. Dann kann man auch mal den Oberbürgermeister dazu schalten, wie hier in Hannover. Unsere Mitmachausstellung, um die tat es uns natürlich ganz besonders leid, aber Volksfeste, Wochenmärkte, das gab es halt alles lange Zeit nicht. Darum haben wir die Walfang-Show entwickelt. Die Walfang-Show sieht so aus, dass wir eine Game-Show machen online. Hier zum Beispiel sind wir in Oldenburg und da treten drei Jugendtreffs gegeneinander an. Die sitzen jeweils in ihrem Jugendtreff und genießen diese Workshop, müssen Fragen beantworten, möglichst schnell buzzern und am Ende hat dann ein Jugendtreff sich auf Facebook hier gefeiert, dass sie das Ding gewonnen haben. Dafür haben wir ein kleines Studio hier eingerichtet und fahren diese Sendung und vergeben Punkte und sowas. Das Geocaching-Adventure hatte ich ja am Anfang erwähnt, ist eine ganz wunderbare Sache, Menschen zu erreichen, die du sonst nicht erreichst, die du auch nicht mit Actionbound erreichst, weil sie nämlich eh schon Geocaching spielen. Und das sieht so aus, dass du hunderte von solchen Adventures um dich herum hast. Wenn du in so ein Adventure reingehst, siehst du einzelne Stationen und zu den einzelnen Stationen musst du Fragen beantworten und irgendwie, weiß ich nicht, Rätsel lösen, Mini-Rätsel. Das ist nicht so frustrierend, wie wenn du bei einem Multicache irgendwie den zweiten Hinweis nicht findest und dann irgendwie verzweifelt mit deinen Kindern wieder nach Hause gehst. Herr Schröer sprach ja von der Infrastruktur, die fehlen würde und die digitale oder Beteiligung überhaupt selbstverständlich machte. Und das haben wir versucht, mit PlaceM in die Welt zu setzen und ein Stück Infrastruktur herzustellen. Und zwar eine Beteiligungs-App, die super einfach ist, wo du nichts groß, keinen Server aufsetzen oder irgendwo dich anmelden oder irgendwas machen musst. Du lädst die App runter aus dem App Store, aus dem Google Play Store und du startest. Und du kannst ganz einfach Dinge posten, du kannst ganz einfach die Auswertung dort machen, alles von der App aus. Und in einem Bild quasi ist das PlaceM. Und ich kann euch nur einladen, in eurer Arbeit das Ding mal auszuprobieren. Vielleicht taugt es euch. Ihr braucht kein großes Jugendbeteiligungskonzept oder sowas, sondern ihr könnt es einfach ausprobieren, wie der Kollege in Besko.
das Pier 13, die hatten festgestellt, dass sie gar nicht wissen, was die Jugendlichen, die nicht in ihren Jugendtreff gehen, machen. Und haben gesagt, die suchen wir jetzt mal auf, allerdings nicht direkt, sondern wir hängen an 21 Orten in Beeskow, das ist in Brandenburg, diese QR-Codes aus, unter anderem auf dem Penny-Parkplatz. Das Bild seht ihr hier. Und dann, die Jugendlichen sind neugierig, die scannen diesen QR-Code, die sind auf dem Place, dann kann ich sie befragen, was macht ihr in eurer Freizeit, was würdet ihr euch an Angeboten wünschen? Man kann ihnen aber auch eine Push-Nachricht schicken und sagen, okay, nächsten Donnerstag komme ich mal nachmittags hier auf den Penny-Parkplatz. Wenn ihr quatschen wollt, seid ihr da. Wenn ihr nicht quatschen wollt, geht halt vom Getränkemarkt. So, dann sehen wir uns nicht. Das kann man auch mit politischer Bildung verbinden. Hier bei der Hertie-Stiftung Jugend entscheidet, wem das Programm was sagt. Da begleitet die Hertie-Stiftung Kommunen die Jugendlichen eine konkrete Entscheidung übertragen. Dort haben wir es als Vorprojekt auch genutzt und haben halt erklärt, dass ein Gulli und ein Spielplatz und ein Freibad und eine Ampel nicht einfach so vom Himmel fallen, sondern dass das alles kommunalpolitische Entscheidungen sind, an denen man sich beteiligen kann. Und wer von euch selber Kinder hat, weiß, dass wenn du auf dem Spielplatz sitzt, dann spielen die Erwachsenen eh immer mit ihren Handys, während die Kinder sich mit Sand bewerfen. So kann man zum Beispiel gleich Menschen beteiligen, wenn sie auf dem Spielplatz sind. Ein Beispiel aus der Praxis in Felden-Waldorf. Da war während Corona die Feriencard-Aktion ausgefallen. Wir haben eine Döner-Rallye veranstaltet, auch mit Place, mit unserer App. Und die Dönerjagd deswegen, weil als Hauptpreis eine Döner-Flatrate vergeben wurde, gesponsert von der örtlichen Sparkasse, 52 Döner, ein Jahr lang, jede Woche. Ist, glaube ich, nicht dokumentiert, was aus dem Menschen geworden ist, der das gewonnen hat und der sich noch guter Gesundheit erfreut. Die App heißt PlaceM, ich blende die gleich nochmal ein. Oder in Jugendfreizeitstätten hier in der offenen Diek, da werden Jugendliche beteiligt. Ach, was sollen wir für Playstation-Spiele anschaffen? Was wollen wir mittwochs kochen? Oder die Info, wir haben samstags auf oder wir haben samstags zu, die sonst immer auf der Homepage war, die keiner gelesen hat. Bei der Freiwilligen Feuerwehr in Schleswig-Holstein ist die App überall im Einsatz und ich habe noch, ganz zum Schluss noch was Wissenschaftliches zu sagen, zu Corona, Digitalisierung und den Folgen. Ein ehemaliger Freiwilliger von uns hat eine Studie an der Uni Münster durchgeführt, zusammen mit Professor Kersting. Das ist so der digitale Bürgerbeteiligungskommunalverwaltungspapst. Darf man das sagen in heutiger Zeit? Ich weiß es nicht. Die ist jetzt hier in einem Forschungsblog der London School of Economics and Politics veröffentlicht worden. Und der sagt sinngemäß, dass selbst so geile Apps wie PlaceM nicht dazu führen, dass alle Menschen plötzlich digital beteiligt werden, sondern dass es du weiterhin einen analogen Anknüpfungspunkt brauchst. Und so sieht das in Zahlen aus. So, wir kommen hier, das ist quasi vor Corona. Dann kommt Corona und das war der Moment im März, wo alle gesagt haben, boah, wir müssen digitale Sachen anbieten, wir müssen digitale Beteiligung machen. Und dann aber festgestellt haben, oh, das nutzt ja irgendwie keiner. Warum nutzt das keiner? Ja, weil die eh so viel Digitalzeug um die Ohren hatten, dass sie irgendwie keinen Bock darauf hatten, nur digital zu sein. Und dann kommt aber die Phase dahinter, wo es auf höherem Niveau weitergeht mit der App-Nutzung. Hier siehst du über die Wochen aufgetragen die Anzahl der Posts in PlaceM, die hat er sich da untersucht. Danach geht es weiter. Also wo die sich wieder treffen konnten in den Jugendtreffs, dann haben sie auch PlaceM weiter benutzt. Das heißt, digitale Beteiligung braucht immer irgendeinen analogen Anknüpfungspunkt. Sonst kann das nichts werden. So, das wäre mein Input und bevor wir zu Fragen öffnen, endet hiermit wahrscheinlich die Aufzeichnung. Erstmal danke fürs Zuhören.